Schon vor Machtübernahme durch die Taliban war die Covid-Situation in Afghanistan schwierig, wegen des Mangels an medizinischen Hilfsgütern, Krankenhausbetten, Intensivstationen und Impfstoff. Mit den Taliban droht sich die Situation noch weiter zu verschlechtern, warnt die WHO. Auch wenn die offizielle Zahl der Fälle relativ niedrig ist, Impfungen dürften nicht zu den ersten Prioritäten der neuen Machthaber gehören. Ich wollte einen PCR-Test machen. Ich hatte Halsschmerzen, Fieber und Schüttelfrost. Aber die Taliban haben alle medizinischen Einrichtungen geschlossen. Nur ihre Soldaten werden versorgt. Freunde, die Afghanistan verlassen, konnten sich nicht mehr testen lassen. Das setzt andere Risiken aus. Wir müssen selbst für unsere Sicherheit und die Gesundheit unserer Familien sorgen. Ich warte auf mein Testergebnis. Die Leute auf der Straße tragen keine Masken, besonders jetzt in dieser Krisensituation. Sie haben mehr Angst vor den Taliban als vor dem Virus. Das Risiko ist hoch, die Zahl der Corona-Fälle ist hoch, aber es wird nicht kontrolliert. Der ehemalige Leiter des afghanischen Gesundheitswesens warnt, das Land könne zu einem Covid-19-Hotspot werden, sollte die Welt nicht helfen. In Europa will man neue eingeschleppte Fälle verhindern. Bisher wurden jedoch nur sehr wenige Migranten positiv getestet.